und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Und willkommen zu meinem Tipp, den ich nicht jedem geben würde, sondern nur Leuten, die es wirklich, wirklich, wirklich ein Umfeld haben, das im Notfall agieren kann. Ist kein guter Tipp. Und ich weiß jetzt schon, dass ganz viele Leute sagen werden, und auch Therapeuten, das ist eine ganz beschissene Idee. Aber mir hat es geholfen. Ich habe mir am 20. Oktober bis zum... Welchen Tag haben wir heute? 6. November, glaube ich. Ja, Januar. Nee, es geht ja um November. Welchen Tag wir heute haben? 6. November. Ja, wir haben heute den 6. November. Also vom 20. Oktober bis zum 6. November habe ich gesagt zu mir selber, ich gebe mich der Depression wegen dem Haus hin. Ich hab nicht mehr versucht, irgendwie etwas gut zu reden. Ich habe nicht mehr versucht, irgendwie mir die Ängste zu nehmen, sondern ich habe mich wirklich den Ängsten, den Depressionen, der Wut, der Hoffnungslosigkeit hingegeben. Ich habe mir erlaubt, deprimiert, traurig, tatenlos, appetitlos, eben alles zu sein. Und dann habe ich mir vorgenommen, spätestens am 6. November werde ich aufhören. Ich werde einfach wieder aufhören. Dann höre ich auf und fange an, wieder alles anzupacken. Dann werde ich wieder, dann ändere ich etwas an mir. Und zwar meine Einstellung. Und dann fange ich an, das Dach aufzuräumen. Ich fange an, aktiver wieder zu werden und wieder zurück in die Welt, in meinen normalen Alltag reinzufinden. Und heute haben wir den Tag. Ich war jetzt in der Badewanne, ich habe mich frisch gemacht, ich bin frisch gewaschen, ich habe mir die Depression vom Körper gewaschen und ja, es geht nicht immer so einfach, aber es war halt ein geplantes Ding bei mir. Und ich habe geplant, ich werde so und so lange mich diesem Unwohlsein, das mein Inneres hat, hingeben. Und ich kann nicht mal sagen, ob es Depression ist, aber ich würde es halt so nennen, weil es für mich so, ich war total deprimiert. Und ja, das habe ich dann halt einfach durchgezogen, habe es gemacht und jetzt hoffe ich einfach, dass es funktioniert und dass ich jetzt wieder ein aktives... Was machst du da? Das klingt total lustig. Was ist denn schüttelt keine, du weißt nicht, doch raschel nicht, wenn ich in deiner Nähe bin. Ich bin da. Ab jetzt möchte ich wieder die schönen Dinge des Lebens sehen. Weil mein Lebensmotto ist immer, solange es nur eine schöne Sache an einem Tag gab, solange ist ein guter Tag. Und während dieser deprimierten Zeit habe ich mir gesagt, solange es nur eine Sache gibt, die dich deprimiert macht, war es ein blöder Tag. Und das habe ich jetzt durchgezogen. Ich habe es jetzt einfach mal durchgezogen und ja, es hat nicht immer funktioniert, dieses Deprimiertsein, weil ich hatte auch Tage, wo ich dann nicht deprimiert war. Und ja, gestern war es dann soweit, dass ich dann angefangen habe, mich rauszuarbeiten, indem ich... Entschuldigung, ich muss wieder an das Galileo-Ding denken. Ja, indem ich gestern total hysterisch anfangen musste zu lachen. Oh, ich blär immer, wenn ich lache, das ist ganz schlimm. Und ja, ich weiß, es sind manchmal nur kleine Dinge, aber in dem Moment, wenn man etwas findet, worüber man von Herzen lachen kann, dann, dann wird alles wieder besser. Und ja, das war meine Bewältigungsstrategie mit der Geschichte mit dem Haus. Und von jetzt an sehe ich einer rosigen Zukunft entgegen. Weil egal, wo wir hinziehen werden, es ist eigentlich egal. Es ist zwar eine Riesenveränderung, aber das ändert an einer wichtigen Sache nichts. Ich bleibe mit meinen Eltern zusammen. Also egal, wo ich hingehe, es wird immer etwas geben, was eine Konstante ist, nämlich meine Eltern. Und solange die bei mir sind, solange macht mir eigentlich gar nichts mehr Angst. Ja, ich habe den Druck auf euch erhöht. Ja,
Auf jeden Fall, das war alles, was ich euch dazu erzählen wollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht oder ob ihr das auch versuchen würdet oder ob ihr das schon mal gemacht habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.ritu@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.